Herzlich willkommen zu Alternativlos, die Folge 2.0. Dem Polit-Podcast mit Fefe und Frank. Polit, wir machen noch Boulevard. Ist das nicht dasselbe heutzutage? Ja, wahrscheinlich ist es dasselbe, aber ich glaube, ich meine, man muss Wolf, sagen, ja, Merkel. Ja, stimmt. Jetzt mit Wolf in seinem, wo ist der gerade im Urlaub? In dem Mallorca-Domizil von diesem, von einem von diesen Finanzfuzzis. Und der bezahlt angeblich sogar Geld dafür. Ist großartig. Gut, aber Wolf ist heute nicht unser Thema. Nee, Wolf ist heute nicht unser Thema. Wir machen erstmal ein paar Hausmeister-Sachen, haben wir gesagt. Genau, Hausmeister-Themen. So, als allererstes müssen wir mal Tim danken. Ja, also Tim Pritlaff ist unter anderem einer der Gründe, warum wir sitzen, diesen Podcast machen. Der hat als so mit so einer der ersten in unserem Umfeld entdeckt, dass Podcasten doch eine Menge Leute interessiert. Das war mir so nicht klar, weil ich nicht so richtig die Zeit habe zum Podcast hören. Aber offensichtlich gibt es eine Menge Leute, die gerne Podcasts hören und eine Menge Leute, die auch Flatter-Accounts haben. Und diese Kombination von Podcasten und Flattern scheint ja tatsächlich doch durchaus gewinnend zu sein. Insofern müssen wir Tim da nochmal ausdrücklich danken, da hat er den richtigen Riecher gehabt. Im Übrigen ist ja jetzt Podcast sozusagen in die Browser eingebaut. Stimmt, damit genau. Ist die Schwelle deutlich gesunken. Früher brauchte man einen Beratungsnerd, der einem das eingerichtet hat. Die Zeiten sind also größtenteils vorbei. Also mit iTunes ging es schon immer ganz komfortabel. Genau, wir sind jetzt auch auf iTunes unterwegs. Fefe dementiert jegliche Schuld daran. Ich kann nichts dafür, genau. Das war alles Franks Schuld. Ja, ich bin schuld. Aber wer es in iTunes klicken möchte, kann auf iTunes nach Alternativlos suchen und findet uns da auch. Ansonsten ist der Link auf der Seite alternativlos.org auch gut verborgen im unteren rechten Drittel oder sowas zu finden, wo Fefe ihn als Osterei versteckt hat. Ja, Flatter hat erstaunlich gut funktioniert. Muss man sagen, ich glaube, wir sind jetzt so Platz 8 oder sowas der Alltime Flatter-Charts. Wir sind gespannt auf die Endabrechnung für diesen Monat, wie viel da so rumgekommen ist. Ob es vielleicht für irgendwie ein Eis reicht oder für irgendwie tolles Recording-Equipment, werden wir sehen. Wir haben übrigens an den Mikrofon-Settings ein bisschen getweakt und da ist vielleicht immer noch zusätzlicher Spielraum. Das müssen wir noch ausforschen. Genau, wir basteln da immer noch so ein bisschen dran rum, wie jetzt genau die Mikrofoneinstellungen sind. Wir sitzen heute im Übrigen im Chaos Computer Club Berlin im Keller. Also wenn ihr irgendwelche Geräusche hört von lachenden oder hackenden Menschen, dann sind diese die anderen Bewohner des Clubs, die hier so ihren freitäglichen Beschäftigungen nachgehen, nicht weit davon irritieren lassen. Spontane Freudenausbrüche. Genau. Flatter hatte ich vorher ein bisschen mit meinem Blog experimentiert. War so, naja, so. Und bei Alternativlos funktioniert es irgendwie doch erstaunlich gut. Da haben wir interessanterweise, was mir vorher nicht so ganz klar war, festgestellt, dass Flatter ja doch eine sehr deutsche Angelegenheit ist. Also von den Top 10, also den All-Time-Flatter-Top 10, wenn man oben mal den Sprachfilter ausschaltet, dann sind, glaube ich, 8 von 10 oder sowas sind irgendwie deutschsprachig oder 9 von 10. Das heißt also, momentan scheint Flatter eine sehr deutschlastige Angelegenheit zu sein. Offensichtlich ist es in anderen Ländern noch nicht so angekommen. Was eigentlich ein bisschen schade ist, weil ich finde das eigentlich eine schöne Angelegenheit, mit der man noch eine Menge Spaß haben kann. Vielleicht ändert sich das ja so, wenn Flatter von dem Einladungsprinzip weggeht, dahin, dass man also, dass jeder sozusagen ohne große Probleme sich einen Flatter-Account klicken kann, dann wird es möglicherweise noch ein bisschen aufwärts gehen. Vielleicht ist das auch so ein bisschen eine Mentalitätsfrage. Ja, könnte sein. Die Deutschen sind auch durchaus bereit, ein bisschen was so zu ein bisschen was zurückzugeben. Zurückzugeben, ja. Also das Schöne an Flatter ist ja genau dieser Beteiligungseffekt. Also man kann keinen Flatter-Account haben, ohne selber Geld auszugeben bei Flatter, also selber Sachen rauszuflattern. Und eigentlich eine sehr schöne Idee dabei. Es gibt ja noch so andere Systeme. Wir wurden auch gefragt, warum wir zum Beispiel Kachingel nicht verwenden. Das ist auch so ein Content-Bezahlsystem. Was aber im Gegensatz zu Flatter wirklich maximal intrusiv ist. Das heißt also, man ist mehr so am Facebook-Modell orientiert. Also jeder kann überall sehen, wer was geklickt hat. Und es wird auch sehr viel mehr Daten erhoben, als uns so lieb ist. Umdrehen gab es noch so ein paar Usability-Probleme. Deswegen haben wir gesagt, okay, brauchen wir nicht. Wir bleiben mal bei Flatter. Gucken mal, wie sich das entwickelt. Also wir sind gespannt irgendwie auf die Abrechnung, was da so bei rumkommt. Also keine Ahnung, wie viel so ein Flatter-Klick wert ist. Das werden wir dann sehen. Wir haben auch die Einbindung von Flatter umgestellt, sodass jetzt nicht mehr auf unserer Seite zu sehen ist, wie viel schon geflattert haben. Aber dafür heißt es eben auch, dass das Bild nicht von Flatter kommen muss, was datenschutzrechtlich den Vorteil hat, dass Flatter nicht sehen kann, wer auf unsere Seite klickt, sondern nur, wer flattern will. Mhm. Also da wir ja so einen datenschutzrechtlichen Hintergrund auch haben, eigentlich war das die ganze Zeit so geplant, das habe ich halt am Anfang verpeilt und jetzt ist es so. Ja, also
ändert sozusagen nichts an der Funktionalität, sondern nur genau. an der Optik. Dann aber wir gehen auf eure Bedenken ein, wollen wir damit sagen. Genau. Eine der interessanteren Erkenntnisse war, dass ungefähr 2/3 der Hörer sich den Podcast als OGG runtergeladen haben und nur etwa 1/3 als MP3. Es mag zum Teil daran liegen, dass die iTunes-Aktivierung erst relativ spät kam. Das heißt, dass wir in iTunes erst relativ spät vertreten waren. Es mag auch einfach daran liegen, dass irgendwie die Leser deines Blogs eher so ein bisschen Randgruppen-Codec-Freunde sind. Naja, die Browser können halt alle OGG. Und deswegen, wenn man das Audio-Tag benutzt dann, und der Browser OGG kann, dann nimmt er eben die OGG-Variante. Und die ist auch ein bisschen kleiner. Hm. Bei eigentlich so vom Hörgefühl gleicher Qualität. Mhm. Insofern ist uns das eigentlich auch lieb, wenn ihr die kleinere Version zieht, dann geht das für euch schneller und für uns ist weniger Bandbreite. Aber wir waren überrascht und am Anfang war es sogar noch krasser, da war es irgendwie 3/4 zu 1/4. Mhm. Also OGG funktioniert in der breiten Masse, muss man sagen. Ja. Mhm. Hat uns auch überrascht. War ich wirklich überrascht, so, weil bisher hatte ich das für so eine Randgruppen-Codec-Angelegenheit gehalten. So. Ja, wie gesagt, ansonsten sind wir jetzt auch bei iTunes, was uns direkt zu unserer allseits geliebten Firma Apple bringt. Irgendwie tut Apple da jetzt so in letzter Zeit lauter Sachen, mit denen Microsoft niemals durchgekommen wäre. Ne? Also ich meine, wenn man sich so überlegt, so Microsoft war ja mal so vor 5 Jahren oder so, waren die ja noch so richtig schön evil. Ja. Und also Microsoft hat ein paar davon auch versucht, so ist es nicht. Mhm. Aber die haben halt immer in die Fresse gekriegt. Und IBM hat auch so eine Dinger versucht. Und hat in die Fresse gekriegt und jetzt macht Apple das und kriegt nicht in die Fresse. Das finde ich immer, also nicht gar nicht, aber doch vergleichsweise wenig, ja. Die Leute kaufen das trotzdem. Der Grund ist, glaube ich, dass es einfach funktioniert. Ne? Also ich meine, wenn wir jetzt mal irgendwie Extrembeispiele zu wählen, die Funktionalität eines irgendwie, sagen wir mal, Windows 95 wählen. Mit einem damaligen macOS ohne Speicherschutz vergleichst, dann ist Windows 95 immer noch vorne. Nee. Na, okay. Hör mal. Ach, Quatsch. Was war das damals? OS 9 oder was? Ja, OS 9 war super, solange es nicht gecrasht hat. Hat dir nur eine Bombe angezeigt. Hey, kooperatives Multitasking war damals fast state of the art. Nur 5 Jahre zu spät. Super. Also technologisch schon immer Avantgarde. Also wenn du halt ein Scheißsystem hast, und dann noch irgendwie wollen sie alle deine Daten haben und dich gängeln und zwängen, dann möchtest du gar nicht mehr. Dann kommen da so 2 Dinge zusammen. Wenn du hingegen ein System hast, was so zumindest irgendwie funktional irgendwie halbwegs okay und fluffig ist, dann bist du wahrscheinlich eher bereit, irgendwie zu tolerieren, dass sie dann auch noch deine Daten haben wollen und dich irgendwie auf ein Device einsperren und irgendwie dir nicht erlauben, irgendwie die Software zu installieren, die du installieren möchtest. Und was sonst noch für Sachen sich Apple da gerade irgendwie so ausgedacht hat. Also ich glaube ja fast, dass es unter den Apple-Leuten weniger Datenschutzbewusstsein generell gibt. Denn so Sachen wie .Mac, die haben ja sowas wie Gmail angeboten. Nicht? Ja, und hast du eigenen Webspace auch gehabt. Genau. Und das war so ein Zehntel der Kapazität der Konkurrenz und es hat Geld gekostet und du musstest einmal einen Datenstriptease machen. Also, dass sowas überhaupt es war halt nur ein Klick. Also es war tatsächlich. Ja, genau. Aber ich meine, also das ist einfach eine Abwägung, die an der Stelle nur, wenn Datenschutz nicht so auf deinem Radar ist, na, de facto ist wo dasselbe, Apple ausgehen kann. Dasselbe, was Google jetzt macht, wenn du zum Beispiel so ein Android-Phone kaufst. Ja. Das funktioniert halt super klasse, wenn du halt einfach dann in deine Google-Account-Daten eingibst und dann. Und den ganzen Opt-in da einfach da alles. Und den ganzen Opt-in da einfach machst du mit deinem Kalender und dann synkt das halt alles und irgendwie alle E-Mails sind da und du kannst dann Dokumente synken und funktioniert alles super fluffig. Genauso ist es halt mit diesem .Mac oder MobileMe-Zeug. Ist halt genau dasselbe Spiel. Und interessant ist ja, dass aber offensichtlich Apple da einfach die Sitten verdirbt, ne? Weil Microsoft macht ja jetzt genau dasselbe mit dem. Microsoft hat es auch schon länger versucht, glaube ich. Also dieses Live-Zeug, was die da seit ein paar Jahren pushen. Das habe ich mir nie angeguckt. Nein, aber das ist auch sowas. Also die haben sogar jetzt ihr Office nach Web portiert. Das ist zwar irgendwie eine abgespeckte Version, aber also die sind auch richtig bereit, quasi da, wo sie ihre Kerneinnahmen herholen, das ins Web zu tun, nur damit die Leute quasi auf ihre Plattform springen. Und das deutet sich schon so, dass Microsoft sieht, dass da quasi die Zukunft vom Internet hingeht. Ja, sonst die machen den Großteil ihrer Einnahmen mit Windows und Office. Und das ist eigentlich nicht einzusehen, warum man jetzt Office verschenken sollte. Das eigene Fleischnein sozusagen. Genau. Aber dass sie es tun, ist eigentlich nur damit zu erklären, dass sie quasi die demonstrieren wollen, dass man auch mit anderen Systemen mit ihnen interagieren kann. Und das sieht Apple ja nicht so, ne? Also Apple hat kein Problem, dir zu sagen, hier iTunes gibt's halt für Windows und Linux scheißen wir drauf. Das hätte man ja auch alles browserbasiert machen können mit offenen Standards.
Na gut, ich meine, iTunes ist nun selbst, auf den DRM-Kram, selbst in den Augen von hartgesottenen Mac-Fanboys ist iTunes irgendwie die schwerende, eitrige Wunde. Oh echt? Ich dachte, das ist irgendwie so. Wieso supporten wir das dann? Naja, weil es halt irgendwie gerade funktioniert mit den Podcasts. Aha. Das ist halt der einfachste Weg, irgendwie auf dein iPod einen Podcast drauf zu bekommen. So. Aber tatsächlich ist diese Software eine große, schwerende, gelbe Wunde. Das ist halt irgendwie nicht schön so. Die ist halt langsam. Wenn du da viele Files reintust, dann macht es merkwürdige Dinge. Und die Nutzungseinschränkungen sind halt irgendwie schon enorm. Also es ist halt so, dass da halt auch momentan gerade Apple ganz schön Kritik einsteckt. Interessant fand ich ja dieses Urteil in Amiland, dass es jetzt legal ist, sein iPhone zu jailbreaken. Genau, das hat uns gefreut. Eigentlich ist es vorher schon klar gewesen. Also die gesetzlichen Regelungen waren eigentlich vorher schon relativ deutlich, aber der Zeitgeist ging halt in die andere Richtung. Und so hat uns das sehr gefreut, dass die Richter das jetzt beschlossen haben und offen gesagt haben. Und was wir bei der Gelegenheit mal ansagen können, in Deutschland gilt das auch. Ja, also auch hier, Jailbreaken von Phones, legal. Genau. Wer das Phone kauft, darf es umgehen. Man darf sogar Software reverse-engineeren in Deutschland. Zum Zweck der Kompatibilität, genau. Genau, das heißt, wenn man möchte, dass die Daten mit einem anderen Gerät zusammenarbeiten, was ja normalerweise auch der Hintergrund von sowas ist, das ist explizit erlaubt in Deutschland. Ja, und interessant ist ja, was das jetzt für die anderen Hersteller bedeutet, weil sowohl Microsoft mit den neuen Windows Phone 7 hat ja so einen ähnlichen Ansatz, irgendwie alles zuzunageln. Die Android-Devices, die man so normal kaufen kann, jetzt nachdem Google das Nexus One platt gemacht hat, weil das einzige Device war, wo man halt Root drauf hatte, ohne da aufzubeißen. Also das heißt, diesen Trend, den Apple da gesetzt hat, halt also die Telefone, die High-End-Telefone als Closed System zu machen, wo man keine Kontrolle drüber hat und wo man selber zwar das Telefon kaufen darf, aber wem es halt gehört, nämlich dem Hersteller de facto, dass man da keinen Einfluss drauf hat. Das könnte mit diesem Urteil jetzt auch ein bisschen im allgemeinen Bewusstsein kippen. Und das ist ja genau der Punkt, nämlich genau die Frage, was sind die allgemeine Ansicht zu diesem Thema? So, und solange die Leute halt der Meinung sind, dass das schon okay ist, dass sie sich da ein Telefon kaufen, das gehört eigentlich aber Apple oder Google und nicht ihnen, weil jetzt also die tatsächliche Ownership der Software angeht, wird sich da auch wenig ändern. Aber wenn es jetzt losgeht, zum Beispiel, dass das Jailbreaking legal wird, dann ändert sich das. Das ist ja ein Problem, was genau so eigentlich auf alle möglichen Bereiche des Lebens zutrifft. Also die Frage stellt sich auch zum Beispiel bei den Bahngleisen. Die haben wir finanziert, gehören die uns eigentlich oder darf der Staat es jetzt an die Bahn verschenken? Mhm. Das ist ja eigentlich im übertragenen Sinne dieselbe Problematik. Oder mit dem Internet. Net Neutrality ist ja auch im Grunde dieselbe Problematik. Wir haben hier ein Internet gebaut und bezahlt und dürfen jetzt die Leute da quasi das kaputt machen, um mehr Profit zu machen. Mhm. Ja, gehört mir das Internet, was ich mit aufgebaut und bezahlt habe, oder gehört das irgendwelchen Konzernen? Und das ist eine Sache, die wir als Netzbewohner und natürlich auch wir als CCC auf die Agenda setzen müssen. Das hängt an uns. Also nicht nur Net Neutrality, sondern auch Device Neutrality? Genau, gehören unsere Devices uns oder gehören die Vodafone oder T-Mobile? Oder Google oder Apple. Oder wie auch immer. Genau, ja. Denke mal, das ist ein Thema, was uns noch die nächste Zeit beschäftigen wird. Ja. Also so totalitäres Verhalten ist ja nun nicht die Ursprungsdomäne von Konzernen, die waren ja früher mal ein bisschen anders, sondern eigentlich sind es ja Regierungen, die sich da bisher am weitesten hervorgetan haben. Gerade mal wieder ist die US-Regierung da ganz weit vorne. Ich weiß noch nicht, was die meisten Leute mitbekommen haben. Im WikiLeaks war ja so einige Zeit ziemlich down und irgendwie sah ein bisschen kaputt aus und so und hatte irgendwie ziemlich Kritik einstecken müssen. Dann haben sie jetzt einen ziemlichen Kracher gezündet und haben einige 10.000 interne Berichte der US-Armee aus Afghanistan publiziert und zusammen mit zum ersten Mal internationalen Medienorganisationen, also was war's, Spiegel, Guardian und die New York Times, genau. Und von denen sozusagen die Analyse kam, während WikiLeaks halt nur die Rohdaten publiziert hat. Und dann waren die Reaktionen der amerikanischen Regierung sehr interessant. Da gab es so eine Pressekonferenz von dem Pressesprecher des Weißen Hauses. Und da gab es so einen Satz drin, der mich echt so ein bisschen stutzig gemacht hat. Und zwar hat er was dazu gesagt, was denn die US-Regierung getan hätte, wenn jetzt nicht WikiLeaks diese Daten rausgetan hätte, sondern nur die New York Times. Und der sagt halt, naja, also wenn es nur die New York Times gewesen wäre, dann hätten wir sicherlich uns irgendwie Mühe gegeben und da ein bisschen Aufwand investiert, um zu verhindern, dass die New York Times diese Daten publiziert. So. Das heißt also, da sieht man mal wieder, dass also tatsächlich dieses Publizieren der Rohdaten die Medienorganisationen dazu zwingt,
eben die Story zu bringen und nicht nur wieder auf zu sitzen, wie der schon so oft der Fall war. Naja, ist noch ein bisschen mehr. Also ich glaube, das können wir tatsächlich WikiLeaks umhängen, den Orden. Denn die haben nicht nur mit mehreren gesprochen, sondern sie haben von Anfang an gesagt, wir reden mit mehreren, auch international. Hm. Und wenn ihr das nicht nimmt, nimmt es halt ein anderer. Ja. Denn wenn man in der Vergangenheit guckt, mit ähnlichen Fällen, wie zum Beispiel den Pentagon Papers, ja, Daniel Ellsberg. Genau, Daniel Ellsberg oder mit Watergate. Und also das ist in der Geschichte des Journalismus immer wieder so gewesen, dass die New York Times in Amerika jetzt, dass die New York Times und die Washington Post so ein halbes Jahr auf solchen Sachen gesessen haben. Oder auch mal ein Jahr. Also oder ein Beispiel Jahr. Abo, die Abu Ghraib-Geschichten waren ja genau, auch die Abu Ghraib-Geschichten, da haben die gesamten Medien in den USA ein Jahr drauf gesessen. Ja. Und das ist auch kein Alleingang der USA, dass die Regierung so eine Terrorkarte ziehen kann und dann die Medien zensiert. Die National Security Karte. Genau, die National Security Karte ist es. Die Briten haben sowas auch. Und auch bei uns gibt es sowas. Bei den Briten sind ja noch sehr viel expliziter. Da gibt es die sogenannten D-Notices. Das ist also eine Methode, mit der der Premierminister die Chefredakteure, offiziell heißt es, glaube ich, heutzutage bitten, früher was tatsächlich anordnen kann, über bestimmte Themen nicht zu berichten. Und die halten sich da natürlich auch alle dran. Na klar. Und also früher waren es halt so Sachen, National Security Geschichten, so in Israel zum Beispiel ist das auch noch sehr offiziell so, da gibt es ja richtig eine Zensurbehörde. Eine Militärzensur, genau, die halt lustige Image-Kampagnen macht, so nach dem Motto, ja, also wir zensieren ja gar nicht so doll, sondern nur so ein bisschen und alle Menschen, die hier arbeiten, sind irgendwie junge, hübsche, intelligente Frauen, die irgendwie das gar nicht böse meinen, sondern halt nur, genau, die haben eine wunderbare Geschichte beim ehemaligen Nachrichtenmagazin publiziert. Ja. Vor mit einem Jahr oder das so. Interview mit der Chefin jetzt. Genau, großartig. Also erstens ist eine Chefin, ja. Das ist ja schon mal immer gut in Deutschland. Ja. Und das wissen wir spätestens seit den geleakten Pentagon-Papieren, wie man mit Afghanistan umgehen soll. In dem es nämlich hieß, man muss zeigen, die afghanischen Frauen. Hast du den Times-Titel gesehen heute? Ja, den habe ich gesehen, aber das finde ich zählt nicht, weil die Times ist ja eine US-Zeitung und das bezog sich explizit auf Deutschland. Achso, aber da trotzdem passt es ja genau. Aber es passt natürlich in das Schema, na klar. Und ich denke, das funktioniert auch in anderen Ländern. Also der Times-Titel war halt, um es nochmal zu erklären, was passiert, wenn wir aus Afghanistan abziehen, und beschreibt dann halt das Leid der Frauen da unter den Taliban. Was natürlich eine vollkommen berechtigte Frage ist. Die muss man halt auch stellen. Nur in diesem Kontext ist es halt so, dass die doch schon sehr danach roch, als wenn es sich dabei um eine bestellte Propagandageschichte handelt, um halt diese WikiLeaks-Geschichte zu kontern. Ja. Naja. Überhaupt WikiLeaks. Also es ist so ein bisschen, das finde ich immer sehr instruktiv, zu beobachten, wie so Leute in Panik reagieren. Denn wenn so eine Nachricht neu rauskommt, wie mit WikiLeaks, das ist jetzt zwar nicht völlig überraschend, aber trotzdem ist es eine Situation, die die Pressesprecher, die Regierung nicht unter Kontrolle haben. Im Gegensatz zu den meisten anderen Situationen, mit denen die zu arbeiten haben. Das heißt, da hat man so ein bisschen das Verhalten wie so ein Reh auf der Straße. Solange dann noch das Fernlicht denen in die Augen strahlt, sind die durchaus, machen die Fehler. Ja? Und das ist immer sehr interessant nach irgendwelchen Katastrophen oder nach irgendwelchen unvorhergesehenen Situationen zu beobachten, wie die sich in Widersprüche verwickeln. Und also am schönsten war ja Gutenberg, ne? Also unser Verteidigungsminister. Gutenberg, ja. Herr Gutenberg, der sagt natürlich, also der übernahm halt erstmal die Linie von den Amis, also ist halt alles Old News und kennen wir ja schon. Und verstieg sich dann zu der bemerkenswerten Aussage, also alles, was da drin steht, hätte er ja den Fraktionsobleuten im Bundestag schon lange gesagt. Also, aber die hätten es nicht weiter sagen dürfen. Die hätten es natürlich aus Sicherheitsgründen nicht weiter sagen dürfen. So. Und Zitat aus dem Spiegel: Er rate den Obleuten bei solchen Unterrichtungen, Zitat, dann auch wach zu sein und entsprechend zuzuhören. Was, das lässt ja tief blicken, ne? Ja, das genau so, wie man sich den Bundestag vorstellt. Genau. Also, ich will ja nicht mal ausschließen, dass er sogar recht hat. Also dass die natürlich da, hat er recht. Dass die da sitzen und aber pennen. Selbstverständlich, ach. Das ist ein Mittagsschläfchen. Meinst du? Ja, wenn du eh nicht darüber reden darfst, dann hast du überhaupt nie. Bist du nie in der Verlegenheit, dass dich jemand zur Rechenschaft ziehen kann, weil du nicht aufgepasst hast? Ja, stimmt. So, das heißt, das ist die perfekte Gelegenheit, nochmal ein Schläfchen bisschen anzulegen. Porn zu klicken oder Mittagsschläfchen zu machen, genau. Also es sind ja nicht nur die Fehler und Widersprüche, in die sich verwickeln in solchen Fällen, sondern als Außenstehender kann man auch sehr gut beobachten, wie sich die Strategie entwickelt. Ja, am Anfang ist eben noch so, was machen wir jetzt? Dann ist erstmal Leugnen normalerweise. Das klappt natürlich nicht, wenn WikiLeaks tatsächlich die Dokumente auf den genau. Tisch getan hat. Ja. Aber da kommen dann so Sachen wie, naja, das wussten wir doch alles schon. Genau, ja, also alles Old News war der... Das kennen wir alles schon. Genau, die zweite Linie ist jetzt irgendwie, WikiLeaks hat ja Blut an den Händen. Genau, das ist besonders apart, weil es von den Leuten kommt, die beruflich die Aufgabe haben, Leute umzubringen. Ja, wenn also Soldaten anderen, dem Betreiber einer Webseite vorwirft, er habe Blut an den Händen, da weiß ich dann auch nicht mehr, was man da noch groß kommentieren soll. Also das ist irgendwie...
Also die selbstzerlegend. Ich hatte nur noch nicht so viel Zeit, irgendwie die Nachrichten durchzugucken, so, und nur so ein bisschen gezielt nach so ein paar Sachen gesucht da drin. Und interessant war diese Geschichte mit diesen den Surface-to-Air-Missiles, die in Amiland auch relativ viele Wogen geschlagen hat. Also, und zwar geht es darum, die Taliban, die ja so genetisch von den Mujahedin in Afghanistan abstammen, also den Leuten, die die Amerikaner damals gesponsert haben, um die Russen... Die Terrorzelle der Amerikaner, genau, gegen die Russen. Die Terrorzelle, der Übergang zwischen Freiheitskämpfern und Terroristen ist natürlich immer sehr fließend. Also nachdem jetzt nun diese Taliban halt den Übergang von Freiheitskämpfern zu Terroristen gemacht haben, stellt sich offenbar raus, dass sie noch so ein paar von den Surface-to-Air-Missiles, also so kleine schultergetragene Raketen, mit denen man Hubschrauber und Flugzeuge abschießen kann, von damals entweder behalten haben, was ich nicht glaube, weil die werden auch irgendwann schlecht, glaube ich, oder irgendwo anders her welche haben. Also wir sollten vielleicht kurz die Geschichte erläutern, genau, also wie überhaupt diese Raketen dahin kamen. Denn das ging nämlich damals los, dass Russland Afghanistan angreifen wollte. Das haben die Amerikaner relativ geschickt eingeleitet, dass sie quasi das so gemacht haben, dass sie wollten den Russen ihr eigenes Vietnam geben. Das war irgendwie das Ziel damals. Und sie haben sich halt überlegt, sie müssen die Russen dazu bringen, dass sie das Land quasi verteidigen wollen und dass sie denen eine Freiheitskämpfer-Mujahedin-Welle entgegensetzen und haben den Mujahedin dann eben Waffen gegeben. Und die haben sie finanziert mit Drogenschmuggel aus Südamerika. Unter anderem, es gibt ja diesen wirklich großartigen Film Charlie Wilson's War. Da geht's genau darum. Der ist also einer der besten, also eigentlich so in meiner Liste von amerikanischen politischen Filmen so ziemlich direkt nach Wreck the Dog. Ist der andere, okay, also ein wirklich, wirklich großartiger Film. In Charlie Wilson's War geht es halt darum, um Charlie Wilson, einen amerikanischen Senator aus Texas, der mit Hilfe von christlichen Funnis aus Texas die Finanzierung für die Mujahedin da bewerkstelligt hat. Und die Amerikaner haben damals, um gegen die Russen zu gewinnen, also die Sowjets damals, den Mujahedin diese Luftabwehrraketen zukommen lassen. Stinger Missiles heißen die. Also Stinger ist der Codename für diese Raketen. Da gibt es noch so ein paar andere, aber man nennt sie meistens als Stinger. Und damit haben sie dann... Also halt, MANPAD heißen sie offiziell, ne? Genau, MANPAD ist die Abkürzung für... Shoulder Launched, irgendwie, Anti-Air-Missile. Ja, irgendwie sowas. Also der Trick bei den Teilen ist, dass es eben die billigen sind, die keine elektronische Fernsteuerung haben, sondern die schießt man förmlich los. Und die sind damit auch nicht wirklich jambar. Also der Angriff gegen die meisten von diesen Raketen, die man von Hubschraubern oder so abschießt... Also die originalen Stinger-Missiles waren hitziger. Also hitzesuchende Raketen, die auf die Hitze von den Triebwerken gingen. Das funktioniert so, da ist halt ein Infrarotsensor drin und die Rakete rotiert und man versucht den durch Steuerung des Triebwerks, also des Abgasstrahls, dafür zu sorgen, dass die Hitzequelle, die man initial angepeilt hat mit der Rakete, immer in der Mitte des Hitzesuchers ist. Und die haben, also die originalen Stinger haben eine relativ, also nach heutigen Maßstäben haben die, glaube ich, so 0,4, also die Trefferratio ist, glaube ich, 40%. Das ist ja nicht schlecht. Also das Rotieren ist aber wegen Stabilität eigentlich. Genau, also gibt halt mehrere Methoden, wie man das lenken kann. Und wenn du rotierst, brauchst du nur eine Lenkflosse. Weil wenn du dann weißt, wie du rotiert bist, dann kannst du halt den Abgasstrahl durch eben Kippen des Lenkruders ändern. Und also es funktioniert halt so, du hältst das Ding halt auf den Hubschrauber oder auf das Flugzeug oder was immer du anpeilen willst. Und wenn der Sensor eine Hitzequelle gefunden hat, dann biebt er. Und wenn du also den Düt hörst, dann ziehst du den Abzug und dann bleibt er auf der Hitzequelle. Und dann gibt es halt irgendwie so ein paar Einstellungen, die halt total, also die Waffe ist darauf optimiert, also die originalen Stinger, dass sie wirklich von Bauern bedient werden kann. Das heißt also, das Training, was du dafür brauchst, ist so ultra minimal. Das ist einfach nur, sieh zu, dass das Flugzeug in diesem Viereck ist. Irgendwie, wenn es irgendwie so und so weit weg ist, dann musst du noch einen anderen Viereck hochklappen und ansonsten gibt es noch einen Batterietest-Taster und irgendwie muss biepen und dann kannst du abziehen. Man findet die Manuals zu den originalen Stingers, findet man auch im Web, also die kann man aussuchen. Ist durchaus instruktiv. Nun ja, stellt sich also raus aus dem WikiLeaks-Report, dass offensichtlich die Taliban, also die Ex-Mujahideen, entweder neue von diesen Dingern akquiriert haben oder noch Altbestände hatten. Jedenfalls haben sie da offensichtlich Hubschrauber mit abgeschossen. Und die Amerikaner haben zumindest in einem dieser Fälle erklärt, dass der Abschuss eben nicht mit so einer Surface-to-Air-Messer, also mit so einer schultergestützten
Also nicht mit einer Rakete, sondern sie haben gesagt Rocket Propelled Grenade. Genau. Das ist eher so ein... eine Panzerfaust. Genau. Ja. Und das ist echt schwer vorzustellen, dass jemand aus der Ferne, also wenn der so 3 Meter von dir entfernt ist, dann kannst du... Also der Punkt ist, dass das tatsächlich passiert ist, und zwar in Somalia. Und zwar dieser Film Black Hawk Down, also das Buch dazu ist besser als der Film, da ist genau das passiert. Was die da getan haben, ist, die haben in der Innenstadt da gewartet, bis ein Hubschrauber über so einer kleinen Alley stand und dann von unten halt mit der Panzerfaust drauf geschossen. Und basierend darauf, dass alle das wussten, dass das geht, wenn es auch extrem unwahrscheinlich ist, aber alle haben es in Black Hawk Down gesehen, dass es funktioniert, haben die Amis gesagt, ach naja, dann behaupten wir halt einfach so eine RPG, weil dann haben wir da weniger Stress und müssen nicht dem Kongress erklären, wieso jetzt die Mujahedin, die Taliban plötzlich schon wieder Stinger-Missiles oder ähnliches Zeug haben. Also es gab vor ein paar Jahren aus Afghanistan einen großartigen Bericht, wo es darum ging, dass die, also das ist zwar mit Drogengeldern bezahlt worden, aber es gab trotzdem Accounting darüber natürlich. Und den Amerikanern ist halt aufgefallen, dass die da viel mehr von den Stingern reinliefern mussten, als dann tatsächlich benutzt wurden. Und als sie nachgeforscht haben, ist dann halt rausgekommen, dass es über 3-4 Mittelsmänner ging, halt die Warlords in der Region. Mhm. Und die haben von allen einkommenden Waffenlieferungen erstmal die Hälfte irgendwo vergraben für harte Zeiten. Und das heißt, das gesamte Land ist quasi voller geheimer Waffencaches. Und dementsprechend sind auch alle Ansagen von wegen, wir müssen die Grenzen zumachen, damit da nicht mehr Waffen reinkommen, völlig lächerlich. Ja? Also Afghanistan zu entwaffnen kann man vergessen. Lustigerweise haben die Amerikaner Probleme mit dem Nachschub, gar nicht mal an den Waffen, sondern an Munition. Also da gab es die großartige Story 2006, dass die Amerikaner für ihre Armee keine Gewehrmunition mehr hatten und nachbestellen mussten. Und weil die Zufahrtsrouten alle selbst umkämpft waren, also Irak, Iran war ein bisschen schwierig und auch die andere Richtung, Pakistan, ist ja auch nicht gerade ein ruhiges Gebiet, da haben sie sich an die Russen gewandt. Und da gibt es halt diesen Bericht von dem zuständigen russischen Waffenschieber-Diplomaten, der lachend vom Stuhl gefallen sein soll, als er das gehört hat, weil er dachte, das ist ein Witz, dass die für 400 Millionen Munition von ihnen kaufen wollen. Also das ist historisch gesehen alles eine wunderbare Ironie, von der es sich wirklich lohnt, da mal ein bisschen hinterher zu lesen, weil das ist echt sehr erheiternd. Na, spannend ist ja, dass Bestandteil des großen Deals, den die Russen gerade mit den Amerikanern machen, ja unter anderem ist, dass sie die Logistik durch Russland durchmachen können. Also dass sie halt das russische Eisenbahnnetz benutzen können, um da ihre Logistikprobleme zu lösen, weil ihnen Pakistan da so nachher noch um die Ohren fliegt. Und da geht es auch um Öl übrigens. Ne? Es geht nicht nur um eine Ölpipeline. Und Russland hat auch Interesse daran, sich in Ölpipelines in der Gegend einzukaufen. Aber ich glaube, Ölpipelines ist nochmal eine gesonderte... Da haben wir nochmal eine gesonderte Sache zu. Also die gesamte Gegend ist sehr interessant und es gab auch die Theorie, also Verschwörungstheorie will ich mal sagen, dass der Afghanistan-Krieg überhaupt nur losgetreten wurde, weil sie da eine Pipeline bauen wollten. Die war ja von 2004, 2005 oder so. Das, mhm, das ist schon eine Weile her. Aber ich glaube, zu Pipelines machen wir nochmal eine Extra-Sendung. Ja. Zu Pipelines machen wir noch eine Extra-Sendung. Aber also die gesamte Gegend, die Kriegsführung da ist im Grunde hauptsächlich ein logistisches Problem. Weil es echt schwierig ist, da einen Nachschub herzuholen. Also noch so eine andere Geschichte, die mir an diesen WikiLeaks-Nachrichten aufgefallen ist, sind die Unmengen von Incidents, wo ihnen Drohnen runtergefallen sind. Also sie haben ja immer gesagt, okay, mit den Drohnen können wir halt irgendwie sehr viel mehr Coverage erzielen. Das heißt also, wir haben halt viel mehr Möglichkeiten, halt da irgendwas in der Luft zu haben, was zumindest beobachtet oder im Zweifel halt Bomben schmeißt. Und in den Nachrichten, wenn man da halt sucht nach den Typenbezeichnungen von so den gängigen Drohnen, findet man eine ganze Menge, wo die runtergefallen sind. Und jedes Mal, wenn die runterfallen, dann müssen die halt eingesammelt oder vernichtet werden. Und wenn die halt in echt schwierigem Gebiet runterfallen, wo diese Amis sonst halt nicht so viel Abdeckung haben an Truppen, dann müssen... Was ja auch die Idee ist von den Drohnen, genau da müssen sie hinschicken. Dann müssen sie da halt Special Forces hinschicken, um die Dinger einzusammeln bzw. zu sprengen. Oder halt, wenn es überhaupt gar nicht anders geht, sie halt irgendwie bombardieren zu lassen. So. Mir fällt gerade diese Geschichte ein, als die Bundeswehr in Afghanistan eine Drohne einsetzen wollte, erinnerst du dich? Diese Luna, ja. Sie haben eine Drohne, nee, das war eine gekaufte israelische Drohne. Ach so. Die haben sie da eingeflogen und die ist ihnen auf dem Flugplatz mit einer Herkules-Maschine kollidiert und war total Schaden. Also das war immer wieder so ein... Das war mal wieder so eine Aktion, so die Bundeswehr
Ja, zum Bundeswehr noch gar nicht geguckt, wie viel da in den Nachrichten drin ist. Ich hatte mir nur irgendwie die Meldung immer als ISF da und nicht so direkt als Bundeswehr. The Germans. Zu dem Kundus-Inzident, den hatte ich mir irgendwie nur kurz angeguckt. Und die Meldung war aber wieder mal völlig nichtssagend. Aber die, naja, also die Sache mit den Drohnen ist ja so ein universelles Phänomen. Die deutsche Polizei will ja auch gerne Drohnen haben, ne? Alle wollen sie Drohnen haben. Aber ich meine, man muss sich auch fragen, ist das nicht die Idee, warum man Drohnen einsetzt? Weil es besser ist, wenn die da runterkommen, als wenn die gleich eine F-16 abstürzen? Naja, also es gibt mehrere Gründe für Drohnen. Der wichtigste ist, dass sie sehr viel länger in der Luft bleiben können. Also ein Pilot muss halt irgendwann pinkeln. Es gibt zwar irgendwie... Die werden ferngesteuert aus Nevada, habe ich gelesen. Ja, viele von denen werden über... Das ist echt der Hammer, muss man sich mal vorstellen. Über einen Satelliten ferngesteuert. Allein, was die Latenz da ist, ja? Na, du fliegst die ja nicht, sondern du setzt den ja... Du setzt ein paar Waypoints, genau. Also, Waypoints aber, im Grunde finde ich das schon echt unglaublich, also so technologisch gesehen, dass du aus Nevada, aus irgendeinem Data Center da eine Drohne über Afghanistan steuerst und da den Live-Feed kriegst. Und zwar nicht ganz wenige, sondern richtig viele. So. Und also wieso die Polizei halt Drohnen haben will, ist, dass die Flugstunden sehr viel billiger sind, weil die Dinger sind halt sehr klein im Vergleich zu normalen Flugzeugen oder gar zu Hubschraubern. Also ein Hubschrauber kostet ja ein Höllengeld pro Flugstunde. Und die deutsche Polizei zum Beispiel hat halt häufiger tatsächlich Hubschrauber nur oben, um da zu filmen. Ne? Also um halt einfach da ein Bild von oben zu haben. Und die wollen natürlich. Das ist schon eine andere Drohnenklasse auch. Also die setzen eher so diese Quadcopter ein, ne? Ja, die haben jetzt diese Quadcopter. Für die anderen kriegen sie halt irgendwie auch keine Genehmigung. Also das Problem ist halt mit diesen Drohnen, die kann man halt nicht zuverlässig in das normale Airspace-Management einbinden. Also den kann man halt, es gibt halt keine Regeln, keine sinnvollen Standards dafür, wie man dafür sorgt, dass die halt jetzt nicht in andere Flugzeuge ranfliegen und dass man den Piloten erreicht oder wie auch immer. Na, man könnte die Höhe limitieren, ne? Das versuchen sie halt, also diese Quadrocopter zum Beispiel, dürfen halt nur bis 300 Meter fliegen, was und ab da fängt halt der regulierte Airspace an. Ne? Genau, das ist dann so ja. wie Drachensteigen. Also man sollte vielleicht sagen, die Drohnen, die in Afghanistan fliegen, die sehen schon eher wie richtige Flugzeuge aus. Also zwar ohne Innenraum, aber von der Länge her, die sind da, schon durchaus groß. Die fliegen da auch ganz klein. Also es gibt da diese Raven zum Beispiel oder noch kleiner. Die sind so mehr oder minder Modellflugzeuge. Wie hießen denn diese israelischen Teile nochmal? Die heißen Reaper, die großen. Genau. Also die gibt aber die... Heron heißen die, Entschuldigung. Heron. Reaper, Heron ist der Hersteller. Ja, Reaper sind die Predator-Nachfolger, ja. Genau, da gibt es nämlich schöne Bilder auf Google Image Search. Sonst, ja, genau. Und da sieht man, dass die schon durchaus groß genug sind, dass ein Pilot daneben steht und ähnlich hoch ist. Also die sind nicht so klein. Nee. Na, die britische Polizei wäre ja genau sowas. Die hat ja israelische Drohnen gekauft und Was war das eigentlich, was die Schweizer eingesetzt haben gegen ihre Kiffer? Ich glaube, die Schweizer haben diese kleinen Hubschrauber die Schweizer haben eine eigene Drohne, die haben auch so mittelgroße Flugzeugdrohnen, also die so ein bisschen kleiner als ein Cessna sind. Naja, und die deutsche Polizei und ihre Videotechnik ist natürlich immer so ein Thema. Gerade wurde ja die anlasslose Videoüberwachung auf Demonstrationen legalisiert. Also die illegalisiert. Richtig. Ja. Also wir hatten es ja zuletzt bei dieser Freiheit statt Angst Demo-Geschichte, dass wir da immer wieder gesehen haben, dass wenn die den gefilmt haben, dann haben sie immer schön gleich wieder weggeguckt, wenn irgendwie um Polizeigewalt ging. Also die Vermutung haben wir ja schon länger gehabt, aber bei der Freiheit statt Angst Demo haben wir es halt gesehen. Ja, da haben wir halt diesen Incident gehabt, als ein paar Polizisten einen Demonstranten zusammengeschlagen haben und den gab es halt aus, 10 Winkeln, davon 8 von Passanten. Und 2 von der Polizei und die haben genau weggeguckt, wenn es gerade darum ging, den zu verhauen. Ja. Also das konnte man echt sehen, dass der Typ, der die Kamera gehalten hat, sich bemüht hat, nicht zu filmen, keine Beweise gegen Kollegen zu haben. Und interessant ist jetzt aber, dass der Berliner Polizeipräsident, der Herr Glitsch, den Namen sollte man sich merken, der findet dieses Gerichtsurteil so scheiße, dass er sofort gefordert hat, dass es ein Gesetz geben muss und auch gesagt hat, er wird halt weiter Demonstrationen Video überwachen lassen, weil er sieht halt keine andere Möglichkeit. Und hat sich dann tatsächlich dazu verstiegen, schrecklichen Unfall auf der Love Parade, oder man kann auch dieses schreckliche Organisationsverbrechen auf der Love Parade sagen, als Begründung heranzuziehen, warum sie weiter Videoüberwachung anlasslos brauchen, weil sonst könnten sie sowas ja nicht verhindern. Was besonders krass ist, wenn man sich überlegt, dass es auf der Love Parade ja diese Überwachung gab. Die Bilder sind gerade heute in den Medien veröffentlicht worden. Ja. Und da sieht man, die haben eine gute Überwachung gehabt und haben es trotzdem nicht verhindert. Also das ist so, auf jeder nur denkbaren Ebene ist dieses Argument unglaublich. Diese Love Parade-Geschichte, ich habe ja irgendwie da eine Weile nichts zu geschrieben, weil ich halt irgendwie, naja, ich fand es irgendwie ganz schön schrecklich. Aber als dann das Innenministerium NRW diese Bilder
und die Karten publiziert hat. Da fiel mir dann aber auch nichts mehr zu ein. Hast du doch was geschrieben? Ja, ich habe im Blog ein bisschen was dazu geschrieben, weil die haben ja tatsächlich die Menschenströme da gegenläufig durchgeschickt. Ne? Das ging, glaube ich, auch nicht anders, weil das der einzige... Ja, da geht ja eine fette Autobahn. Das ist eine fette Autobahn daneben. Ja, die wollten sie halt nicht machen. Die wollten sie halt nicht machen, weil sie ihnen zu teuer war, eine Rampe zu bauen. Die Autobahn war gesperrt zu der Zeit. Das heißt, die war frei. Ach nee. Ja, und das war ihnen zu teuer. Das kam dann später raus. Das war ihnen zu teuer, auf der Karte da in Gelb zu sehen. Das ist ja nicht zu fassen. War ihnen zu teuer, die Rampen zu bauen, damit die Leute am Hauptbahnhof auf die Autobahn kommen und halt am Gelände auf die von der Autobahn aufs Gelände kommen. Da hätten sie halt irgendwie große Rampen bauen müssen. Und die waren der Stadt zu teuer und deswegen haben sie halt diesen Murks da gemacht. So, ne? Also mit irgendwie Leute gegenläufig da irgendwie in diese Tunnel schicken. Und man muss sich vor allem mal überlegen, ne? Deutsche Wissenschaftler waren diejenigen, die als in Mekka diese schrecklichen Geschichten passiert sind, wo diverse 100 Leute umgekommen sind, dann haben deutsche Wissenschaftler dafür gesorgt, dass das halt wesentlich glimpflicher abgeht. Flow-Management. Und haben halt Crowd-Control und Flow-Management gemacht und haben da halt richtig lange dran rumingeniert und dran rumgeforscht. Was übrigens eine echt coole Forschung ist, ein echt cooler Forschungsgegenstand ist. Also wer noch einen Forschungsgegenstand sucht für seine Karriere und richtig cooles Thema haben will, so Flow-Management bei Menschenmassen ist ausgesprochen spannend. Ja. Aber naja, das zeigt mal wieder, wir können, wenn wir wollen, aber wir wollen eigentlich nicht. Also in Duisburg war ein klarer Fall von wir wollen nicht, sondern die wollten halt einfach nur möglichst billig dieses große Ereignis da haben. Das war auch eine Kommune und die Kommunen sind alle pleite bei uns, ne? Ja, also, ich meine, dann hätten sie halt überlegen müssen. Also bloß ja, das Peinliche ist halt, dass sie dann für irgendwelche PR-Kampagnen doch Geld haben. Ne? Mhm. Genau, also die Berliner PR-Kampagne ist auch an Peinlichkeit immer nicht zu überbieten, ne? Ja. Also, Wie Berlin, da fasst man sich, das fällt mir auf nicht mehr viel zu ein. So, ja. Interessant an der. Wir brauchen mal ein Facepalm-Geräusch fürs Radio. Genau. Ja, die Geschichte bei der Love Parade war natürlich noch, da gab es zuerst diese Meldung, dass alle Einsatzdaten der Polizei gelöscht worden sein sollen. Das hat der Spiegel geschrieben. Der Spiegel geschrieben und angeblich wurde dann wieder demontiert und genau, war doch nicht so, ne? Die Bundespolizei, also erst schrieb der Spiegel, die Bundespolizei habe alle ihre Daten gelöscht. Dann haben sie ein Update nachgeschoben. Sie wüssten es nur von einer Filiale. Mhm. Und daraufhin, also selbst das hat die Bundespolizei dann dementiert, hat gemeint, alles sei noch da und stünde zur Verfügung. Okay. Also man weiß vielleicht nicht. Vielleicht war es nur eine Panikaktion von ja, wahrscheinlich war das irgendwie eine Panikaktion. Ja. Und weil interessant ist jetzt ja, dass sie die Ermittlungen an die Polizei Köln übergeben haben, weil sie sagten, naja, offensichtlich... Das ist in der Tat ausgesprochen spannend, weil da frage ich mich, wieso hat eigentlich bei der Freiheit statt Angst Demo die Staatsanwaltschaft Berlin gegen die Polizei ermittelt? Die Polizei aus Berlin ermittelt. Das war doch klar, dass da nichts draus wird. Ja, wieso haben wir da nicht Brandenburg rangeholt? Und umgekehrt gibt es in Brandenburg sicher auch genug Fälle, wo die Berliner Staatsanwaltschaft mal... Also eigentlich ist es eine gute Maßnahme. Eigentlich sollte man es immer tun. Ja. Genau. Die Frage ist natürlich, ob Köln weit genug weg ist. Also bei Düsseldorf weiß man es, aber bei Duisburg... Genau. Tja, naja, werden wir sehen, denke ich mal. Üblicherweise finden die ja eh nichts raus bei solchen Ermittlungen, weil die Polizisten halt nicht ausgezeichnet sind, also bei irgendwelchen Demos. Interessant ist ja, dass es da so viele Leute gab, die offensichtlich schon nur im Vorfeld massiv unzufrieden waren. Also es kann wohl sein, dass da Leute dann reden, weil es halt groß genug und schwerwiegend genug ist. Ne? Na, hoffe ich erstmal. Ja. Wir hatten noch eine Eingabe von Amnesty International über Twitter. Wir haben letztes Mal ja darüber geredet, dass Amnesty fordert, Evidence-Cams in Polizeigewahrsam einzurichten. Genau, was wir eigentlich eine gute Idee finden, aber wo ich meinte, naja, das ist bestimmt irgendwie in dem Moment, wo die Polizei sich selbst überwachen soll, kann man sich nicht darauf verlassen, dass das gibt. Und da hat Amnesty zugeschrieben, hat also uns Folgendes mitgeteilt. Amnesty hat gesagt, also dass ihr Vorschlag ist, dass die Sichtung der Aufzeichnung nur nach Richterbeschluss durch eine berechtigte Ermittlungsinstanz stattfindet, was uns ja wieder zu der Frage zurückbringt, halt, wer ist denn die Ermittlungsinstanz in solchen Fällen, also wenn es um Polizeigewalt und dergleichen Dinge geht. Und die Videoaufzeichnung muss vor Polizeizugriff und Manipulation geschützt sein, was ich technisch auch schon einigermaßen schwierig finde. Also, da bräuchte man es gab halt Fälle, wo aus der Asservatenkammer die offiziell eingepflegten Beweise, die Polizisten belastet haben, verschwunden sind. Ja. Und wo es dann heißt, ja, also das ist uns völlig unklar, wie das hätte passieren können. Technischer Fehler, ja. Das ist wahrscheinlich bei der Festplatte von Franz Josef Strauß. Also, ja. Genau. Genau. Also, ja. Gut, also wie die technisch sicherzustellen, das ist doch eine sehr interessante Frage. Also gut, ist natürlich einfach fordern kann man es schon mal. Ne? Also ich meine, es ist ja so, dass es gibt ja durchaus technische Mittel und Wege. Also zum Beispiel hat ja die Atomenergiebehörde hat ja in Kernkraftwerken und anderen Installationen haben die ja geschützte Kameras, die zumindest ein bisschen schwieriger zu manipulieren sind. Also wahrscheinlich ist es für einen
Nationalstaat, der so eine Atombombe bauen will, halt auch nicht so ein großes Problem, diese Kameras irgendwie zu manipulieren, aber sie haben sich da schon echt Mühe gegeben. Das war ihm verplombt und macht einen verschlüsselten Strom, ne? Oder ja, was ist da genau? Und irgendwie mit irgendwie Detection, ob da ein Spiegel davor ist und irgendwie so. Oh echt? Wie erkennt man das denn? Und beheizt, ich weiß nicht, die Details nicht, aber sie machen halt irgendwie echt eine Menge Fu. Also die Dinger sind auch nicht billig und die Kameras sind auch eher unförmig groß. So, also es ist halt schon so, dass die... Das klingt ja spannend. Die trinken nicht so richtig weg. Aber da finden wir vielleicht auch nochmal einen Experten, der uns dazu weit erzählen kann. Jedenfalls, soweit geht natürlich schon, aber die Frage ist dann halt, ja, ob es denn von den entscheidenden Momenten halt eben Bilder gibt. Also im Zweifel ist dann, machen die dann halt den alten Trick von der Stasi. Die haben ja, wenn sie verhindern wollten, dass gefilmt wird auf Demonstrationen in der DDR, dann hatten sie dann immer so einen jungen Mann im Anorak, der eine Flasche Haarlack dabei hatte. Also durchsichtigen Haarlack. Und hat dann im Vorbeigehen kurz auf die Linse von der Kamera gemacht. Und dann ist es unscharf, ne? Oder was passiert dann? Man sieht dann halt nichts mehr, das ist nur noch die Helligkeit zu sehen. Und es sieht halt aus, als wenn die Linse unscharf geworden wäre. Also, also wenn du das schnell genug machst, dann sieht es nur aus, als wenn der Kameramann ein Trottel wäre. Aber nicht als. Das ist ja super. Geht es von alleine weg oder hast du dann. Nee, das musst du dann putzen. Das ist dann schon richtig. Ja, also das Linsencoating ist dann super. Versaut. Also ich habe nur die andere Variante gehört, wenn du quasi wolltest, dass die Leute in deine Richtung filmen, dass die Geheimdienste dann gerne mal ein paar nackte Frauen rumtanzen lassen. Also heute habe ich es gelesen bei einem schönen Telepolis-Artikel von Markus Kompa zum Thema dieses russische U-Boot, was da verschwunden ist. Und da hieß es also, dass die Russen auch beobachten wollten, was die Amis da getan haben. Die versucht haben, nämlich dieses U-Boot zu bergen. Wir greifen vor. Ich will nur auf das Detail hinaus, dass eben Teil der Geschichte war, dass die Russen dann mit einem kleinen Beobachtungsboot sehr nah vorbeigefahren sind und da haben sich dann eben zwei unbekleidete Frauen geräkelt. Und das ist eben eine Standardmethode bei Geheimdiensten angeblich. Taucht auch im Jurezko-Buch auf, als es darum ging, dass man eben wollte, wenn man die schon filmt, dass man auch ihre Gesichter frontal kriegt. Alle von vorne hat, Genau, und das ist also offenbar eine alte Methode und es leuchtet ja auch rein. Ne? Ja, jetzt haben wir schon so ein bisschen bei den U-Booten auch so eine Geschichte, wo es gerade keine Bilder gibt, außer die Beule hinterher. In der Straße von Hormuz ist ein japanischer Tanker, dem ist irgendwas widerfahren, was dazu führte, dass er eine sehr signifikante Beule nahe des Hecks hat. Und da gab es nun einige interessante Theorien, wie es nun dazu gekommen sein könnte. Und meine? Also erstmal ging es mit Panik los, ne? Genau, es ging erstmal mit Panik los, weil... Erst hieß es Anschlag, Angriff. Genau, und das ist halt so die Straße von Hormuz, muss man verstehen. Da geht ein richtig großer Teil des weltweiten Öltraffics durch. Also alles, was in den Golfanrainerstaaten gefördert wird, geht da durch. Das ist eine 35 Kilometer breite Wasserstraße, also nicht sehr breit. Ein kleiner Hals des Golf von Persiens Richtung Pazifik. Und da ist auf der einen Seite auf der einen Seite ist Iran, Dubai. Auf der anderen Seite sind die Vereinigten Arabischen Emirate und Oman ist dann noch so eine Ecke. Und genau, aber Iran besitzt eben die eine Seite. Und das ist so die unausgesprochene Drohung immer. Wenn ihr einen Krieg mit dem Iran anfangt, dann holen die ihre Wasserminen raus und machen Straße von Hormuz zu. Das gab es ja auch schon mal. Also es gab ja im Krieg Iran gegen Irak, gab es ja die sogenannten Tanker Wars, wo die angefangen haben, die Tanker zu schießen und zwar direkt da in der Straße und die zu verminen. Gar nicht, welche Seite es war, müssen wir nochmal nachgucken. Was, ich glaube, Irak war es. Also der Iran hat jedenfalls in Torpedos investiert seitdem. Genau, in Torpedos. Und in Minen. Torpedos, Minen und Raketen, die gegen Schiffe, also Antischiffraketen. Sie haben auch Schnellboote, von denen sie dann zum Kapern. Was ja fast noch cooler ist, wenn du nämlich so einen Riesentanker kaperst und den einfach da stehen lässt, dann ist nämlich zu. Das ist ein echt... Nicht mal kapern, also der... Also ich meine, wenn du dafür sorgst, dass der halt nicht weiterfährt, sondern einfach da stehen bleibt, dann ist er zu. So ein Supertanker ist echt groß. Den kriegst du doch nicht so ohne weiteres weg. Ja. Die Amis haben ja in ihren Wargames das ja mal versucht zu simulieren, was passiert, wenn die Iraner dann mit so ein paar hundert kleinen Schnellbooten versuchen, gegen die Flugzeugträgerkampfgruppen loszugehen und haben dabei festgestellt, dass es denn wohl doch nicht so schön aussehe für die Amerikaner. Ich weiß nicht, ob sie mittlerweile was ausgedenkt haben. Also diese Wargames, das sind Manöver, wo sie quasi beide Seiten mit amerikanischen Generälen besetzen und denen halt den Auftrag geben, also der amerikanische General soll halt die Strategie ausprobieren, die die Amerikaner eben vorgesehen haben. Und die andere Seite soll möglichst unkonventionell versuchen, darauf gegenzuhalten. Genau. Ja. Und diese Wargames gingen eigentlich alle so aus, dass die iranische Seite deutlich Riesenverluste bei der Weltwirtschaft ausgelöst hat und das alles in den Keller ging. Und Saudi-Arabiens Ölexport geht zu über 80% durch die Straße von Hormuz und das
das ist das billigste Öl, was es auf der Welt gibt. Also das heißt, selbst wenn man sagt, okay, wir können den Ausfall aus anderen Quellen decken, dann treibt es den Ölpreis derartig in die Höhe. Also das wäre total schaden, wenn die Straße von Hormuz zugemacht wird, egal von wem. So, und das erklärt jetzt so ein bisschen den Hintergrund. Deswegen sind alle sehr nervös, wenn da was passiert. Warum alle halt, wenn da an der Straße von Hormuz was passiert, alle dann gleich anfangen, irgendwie senkrecht in ihren Sitzen zu sitzen und echt nervös zu sein. Insofern war die erste Nachricht war, da ist irgendwas explodiert. Es gab da wohl auch noch irgendeinen Blitz oder so zu derselben Zeit. Aber wenn man sich das mal so anguckt, die Delle da an dem Schiff, die sieht halt eher nach einer Kollision aus. Also die sieht eigentlich nicht aus wie... Die kam so 3 Tage später, ne? Das war nicht direkt verfügbar. Ja. Und nun muss man wissen, also diese Straße von Hormuz ist auch der einzige Weg, wie man U-Boote in den Golf reinbekommen und rausbekommen kann. Und von daher ist meine Theorie, dass eine Kollision mit einem U-Boot war, weil die Standardtaktik, wenn man ein U-Boot durch so ein enges Gewässer bringen will, wo noch alle Seiten irgendwie ihre Sonarsensoren drin haben und alle wissen wollen, welche U-Boote da rein und rausfahren, ist, sich direkt hinter so ein großes Schiff zu setzen und mit dem mitzufahren in derselben Geschwindigkeit. Und zwar wirklich ziemlich nah dran, so, also nicht so 100 Meter weg oder so, sondern so wirklich nur so ein paar Dutzend Meter weg. Im Windschatten direkt. Direkt im Windschatten. Und damit auch im Geräuschschatten, weil dann kann man halt auch aufgetaucht fahren, das heißt also mit dem Dieselmotor fahren, der sonst halt so viel Geräusch macht. Und man ist im Radarschatten, also so ein Supertanker macht halt ein riesiges Radarecho, da sieht man den kleinen Turm von dem U-Boot überhaupt nicht. Und auch von dem Radar vom Schiff aus ist nicht zu sehen, weil das ist halt zwar oben auf dem Schiff, aber das Schiff selber, dieser große Körper von dem Schiff, schattet halt auch hinreichend weit ab. Und deswegen ist es halt ein absolutes Standardmanöver für eigentlich alle U-Boot-Fahrer schon im Zweiten Weltkrieg gewesen, dass sie sich halt hinter so einen Frachter setzen, wenn sie halt zum Beispiel durch die Meerenge von Gibraltar wollen oder halt durch andere Gegenden oder wenn die Amerikaner zum Beispiel zu den Russen in die großen Buchten wollten, um da die Kabel anzuzapfen, haben sie das auch gemacht. Da haben sie sich halt hinter solche lauten russischen Frachter gesetzt und sind damit gefahren. Und man macht das natürlich nachts. Natürlich, man macht das nachts. Stockfinster ist. Genau. Und genau das war hier eben auch der Fall. Das war um 0 Uhr, was? 0.30 Uhr 30 war die Kollision. Ja. Also beziehungsweise der Inzident. Wir wissen nicht, ob es Kollision war, aber vermuten es. Ja. Und was halt doof ist, wenn der Tanker unvorhergesehen bremst oder seinen Kurs ändert. Und ist halt zwar so, ein Tanker bremst halt wirklich doll langsam. Also ist halt irgendwie eine sehr langsame Angelegenheit und der lenkt auch wirklich sehr langsam. Aber das U-Boot ist auch wirklich echt dicht dran. Das heißt also, da sind halt dann nur so 40, 50 Meter oder sowas maximal Reaktionsgeschwindigkeit, was halt bei den so 10 bis 15 Knoten, die so ein Tanker fährt, halt auch nicht viel ist. Das heißt, da muss man dann halt schon unmittelbar reagieren. Und das Standardmanöver ist halt nicht zu bremsen, weil man kann ein Schiff nicht so schnell bremsen, sondern auszuweichen. Das heißt also halt einfach möglichst alle Ruder hart irgendwie Backbord oder Steuerbord, je nachdem, was sich gerade anbietet. Und so sehen die Schäden auch aus an dem Tanker. Und so sehen für meine Begriffe auch die Schäden aus. Es gab jetzt die Einwände bei den Kommentaren in meinem Blog, dass die Delle ja zu weit an der Seite, also zu weit oben ist, also zu weit oberhalb der Wasseroberfläche. Nur muss man dazu bedenken, die Fotos waren jetzt eine ganze Weile später. Das heißt, es kann durchaus sein, dass der Tanker mittlerweile entladen wurde. Das heißt also, dass halt diese Stelle vorher halt sehr viel weiter unter Wasser war. Und kann auch die Kollision mit dem Turm gewesen sein zum Beispiel, sodass er da relativ weit oben ist. Also ja, das sah wie unter Wasser aus. Also der war wirklich komplett entladen bei den Fotos. Deswegen haben sie es auch erst nicht gesehen, denke ich mal. Denn die ersten Berichte haben nicht von einer Delle gesprochen, sondern da hieß es noch, es war eine Welle. Und eine Welle hinterlässt ja keine Delle. Jedenfalls nicht so eine runde... Ja. Also das war die zweite Erklärung. Erst hieß es ein Angriff, dann hieß es war eine Tsunami-Welle, die von einem Erdbeben ausgelöst wurde. Die großartigsten Erklärungen. Ja, was aber nur ein 3,4 auf der Richterskala gemacht hat. Also das wäre irgendwie so ein kleines... Ja, super. Ja. So. Ja, also es ist immer sehr interessant, sowas zu sehen, mit was für kreativen Erklärungen die Leute dann kommen in solchen Fällen. Ja. Also um dann nochmal auf diese U-Boot-Geschichte zurückzukommen. Mir hat mal einer in einer Bahn, den ich getroffen habe, das war eine lustige Bekanntschaft. Klingt jetzt nicht so plausibel. Nein, also ich war halt, fuhr mit der Bahn aus über die Strecke von Hannover nach Berlin und saß dann neben einem Typ und wir kamen ins Gespräch und der erzählte mir halt, dass er für die NATO im Kalten Krieg in Dänemark gesessen hat und dass die da akustisch quasi das Meer abgehört haben. Fehmarn. Genau, und dass die also hören wollten, quasi wenn die Russen da mit ihren U-Booten ausliefern. Und er hat mir also die lustigsten Sachen erzählt. Und eine Sache war eben genau, dass die das mit den U-Booten so gemacht haben. Die haben halt nicht ein U-Boot auslaufen lassen, sondern die haben so einen Konvoi auslaufen lassen mit ein paar alten Dieselfrachtern und zwei alten Diesel-U-Booten, eins vorne, eins hinten.
Und aber so richtig laute, so mit kaputtem Motor noch, da hörst du dann akustisch, hörst du so. Und da kannst du halt 10 U-Boote daneben haben, hörst nichts. Also das war schon immer quasi die Methode. Das heißt, sie hatten so Geräuschfrachter, die sich genau, extra gezüchtet das war die Methode, haben, dass die möglichst noisy sind. Auch möglichst nicht repariert, damit es schön laut war. Der hat überhaupt ganz lustige Sachen erzählt, der Typ. Also eine andere Geschichte, die er erzählt hat, das passt jetzt gar nicht, aber ich erzähle die trotzdem, war, dass die beiden Abhördienste sich natürlich auch gekannt haben und dass sie sich zu Weihnachten immer auf den gegenseitigen verschlüsselten Kanälen Grüße geschickt haben, in dem Cypher des jeweils anderen. Ich weiß nicht, ob da was dran ist, aber ich finde es eine sehr schöne Geschichte. In dem Cypher des jeweils anderen, genau, ist aber schon das ist irgendwie, doch cool. Das hat schon Stil, ja, kann man nicht viel sagen. Nicht so schlecht. Also wir haben auch mal nachgeguckt und wenn man bei Wikipedia zur Straße von Hormuz guckt, in der englischen Wikipedia gibt es da eine Historie von Kollisionen von US-U-Booten mit Frachtern, mit Tankern. Und da gab es schon 3 in den letzten Jahren. Und einer war auch tatsächlich mit einem japanischen. Genau. Und davon ist das schon sehr... Und da war das Untersuchungsergebnis extrem geil. Und zwar, also ich kann nicht beurteilen, ob es stimmt, aber und zwar haben sie irgendeinen hydrodynamischen Effekt festgestellt, der dazu geführt hätte, dass das U-Boot von dem darüber hinwegfahrenden Tanker nach oben gesaugt worden sei. Was ich... Keine Ahnung, vielleicht kann irgendjemand mal was dazu sagen, der Ahnung von Hydrodynamik hat, aber ja, also angeblich ist ja dieses U-Boot nach oben gesaugt worden und deswegen in diesen Tanker reingefahren. Wahrscheinlich war es auch dieses Mal irgendwie ein Wetterballon, der das... Die haben einfach verkackt, dass die einfache Erklärung sagt, Occam's Razor. Es gibt immer wieder solche U-Boot-Unfälle, ich sammle die auch so ein bisschen. U-Boot-Unfälle gibt es doch auch. Also es gab zum Beispiel einen japanischen Trawler, der in seinem Netz dann ein amerikanisches U-Boot gefangen hat im Pazifik, wo man auch denken sollte, der Pazifik ist eigentlich groß genug. Genau. Oder es gab eine Kollision zwischen einem französischen und einem englischen Atom-U-Boot. Die war auch großartig, der Atlantik ist auch groß genug. Der Atlantik ist auch groß genug eigentlich. Mhm. Aber da sieht man mal, dass die halt beide auch durchaus auf Stealth achten bei ihren U-Booten. Mhm. Ja, und zwar so gut, dass sie die auch selber nicht detekten können. Ja. Das ist schon, oder die sind einfach inkompetent, was ja die mir persönlich immer liebste Erklärung ist. Ja, ich weiß nicht, also, ich meine, also man weiß es nicht. Also ich glaube, so richtig outright inkompetent würde ich denen, glaube ich, nicht unterstellen. Also ein U-Boot ist halt wirklich teuer. Und naja, wir reden von den Franzosen. Entschuldigung. Ja, ein interessantes Buch, eine Buchempfehlung dazu zum Thema U-Boot-Fahrer ist das Buch Blind Man's Bluff. Das erzählt die Story der USS Swordfish, was ein Spionage-U-Boot der Amerikaner gewesen ist, mit denen sie dann halt da in die Buchten bei den Russen reingefahren sind und da Unterwasser-Cable-Tabs gemacht haben. Das heißt also, die Unterwasser-Telefonleitungen der Russen angezapft haben. Da muss man ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, weil die natürlich nicht alles reinschreiben können, was da so war und sich noch ein paar Sekundärquellen anschließen, aber das ist durchaus schon interessant, das mal zu lesen. Und da beschreiben wir unter anderem dieses Manöver halt hinter einem großen Schiff herzufahren, ist da absolute Routine. Das kommt in diesem Buch bestimmt 30 Mal vor oder so. Das ist halt nicht irgendwas, was die nur selten machen. Ne? Ja, da ging es halt um eine Militärbasis, ne? Auf einer Halbinsel bei Kamtschatka. Nee, was war das? Und das ist eine der Geschichten, so, wo sie halt so ein Kabel angezapft haben, um halt... Was ich ja sehr krass finde, dass die Russen, also die haben offenbar gedacht, wenn das ist weit genug weg und unwichtig genug, dass man da nicht verschlüsseln muss. Also das ist ein sehr interessanter Themenkomplex und da interessieren wir uns auch beide für und suchen immer, was da gibt. Also die interessante Frage ist ja noch, wer könnte denn da noch so rumfahren? So, und da kommt natürlich als einer der interessanten Verdächtigen natürlich die Israelis. Die haben ja einige U-Boote, die sie von Deutschland quasi geschenkt bekommen haben, die mit deutscher Brennstoffzellentechnologie funktionieren. Das ist Argument dagegen, dass die Israelis es gewesen sein könnten. Die müssten sich eigentlich nicht hinter so einen Frachter hängen, weil mit der Brennstoffzellentechnologie ist es halt so, dass die so leise sind, dass sie vermutlich von den Sonars nicht ohne weiteres erfasst werden können. Und die sind auch relativ klein, die U-Boote, deswegen wäre es generell schwierig. Aber man weiß es nicht. Die Straße von Hormuz ist eben sehr klein. Ist sehr eng. Das heißt, da sieht man schon auch. Ja. Also ist es nicht stichhaltig. Ja. Vor allem, weil die Israelis auch im Mai angesagt haben, Ende Mai, dass sie da ihre 3 Boote hinstellen. Ja. Und damit ein Nuclear Deterrent, also die Drohung eines Atomschlages gegen den Iran haben, ein Zweitschlag. Genau. Zweitschlag ist das richtige Stichwort hier. Also man muss halt verstehen, Israel ist ein sehr kleines Land und wenn die davon ausgehen müssen, dass der Iran Atomwaffen hat, dann können sie nicht davon ausgehen, dass irgendwas, was sie in Israel auf ihrem eigenen Territorium an Raketen haben, einen iranischen Erstschlag überleben würde. Deswegen haben sie offensichtlich, so zumindest die Quellen, die wir so gefunden haben, die U-Boote, die wir Deutschland ihnen geschenkt hat, die haben so Torpedoschächte, aus denen man Marschflugkörper abschießen kann und die haben halt einen relativ großen Durchmesser, 935 mm. Und
die haben sich Marschflugkörper gebaut, also atomfähige Marschflugkörper, die genau in diese Schächte reinpassen, so die Berichte. Und was sie damit haben, ist eine Möglichkeit, Atomwaffen, also den Iran mit Atomwaffen zu bedrohen, die der Iran nicht ohne weiteres vernichten kann, weil er nicht weiß, wo sie sind. Das ist halt der Begriff Zweitschlagskapazität, also sozusagen der nächste logische Schritt in der Abschreckungslogik. Der Iran ist groß genug, die können schon immer irgendwo Sachen verstecken, die Israelis im Zweifel nicht finden. Israel kann das halt nicht, deswegen halt diese U-Boot-Nummer. Aber selbst wenn sie es könnten, ja. Genau. Also allein die Drohung, dass du deinen Teheran platt machst, reicht eigentlich. Ja. Und ich meine, es ist eh nicht sehr wahrscheinlich, dass der Iran Israel nuklear angreifen will. Die wollen halt selber mit Zweitschlag drohen können. Ja, aber ist egal, aus Israels Sicht ist es durchaus sinnvoll, genau, da eine Zweitschlagsdrohung am Start zu haben. Daher würde das schon passen. So, aber naja, ich denke, wir werden sehen, weil Nachrichten über U-Boote, die in die Reparatur kommen, landen erstaunlich häufig in der normalen Presse. Wenn es die Israelis waren, wenn wir es nicht hören, da gibt es Militärzensur. Ja, aber also es gibt ja so Hobbyisten, die Satelliten tracken, und es gibt auch Hobbyisten, die Flugzeuge tracken, und es gibt auch Lobbyisten, die U-Boote, genau, spotten. Und deswegen, also das ist durchaus eine Restwahrscheinlichkeit, dass wir davon hören werden, wem jetzt ein U-Boot spontan in die Reparatur musste. Also diese atomraketenbewaffneten U-Boote sind natürlich immer ein sehr interessantes Thema, weil es also so eine Kristallisation dieses gesamten Kriegskontrollproblems ist. Ne? Also man hat da halt irgendwie so eine relativ kleine Mannschaft, die auf einem relativ kleinen Schiff ist, und zwar lange, über Monate hinweg, mit Atomwaffen, und die zumindest im Prinzip die Möglichkeit hat, diese Atomwaffen auch einzusetzen. Und allein auf so einem Schiff zu sein, was ja ein sehr enger Raum ist, ist schon gefährlich. Ja, deswegen suchen sie die Leute da schon ziemlich sorgfältig aus. Aber es gibt natürlich immer diese Geschichten über Rogue Submarines. Und eine der interessanteren Geschichten dazu ist, also eine der Theorien, ist ja die Geschichte über dieses russische U-Boot, was da so 1500 Kilometer vor Hawaii gesunken war. Und, also eigentlich näher an Russland dran als an Hawaii. Aber naja, die Amis haben natürlich... Ich habe nochmal nachgeguckt. Die ist so, dass der Ort, wo es gesunken ist, der in der Wikipedia steht, ist umstritten. Es ist nicht so, dass dieser Ort irgendwie sicher ist. Also ich habe eine Dokumentation gefunden, die behauptet, dass er wesentlich näher dran lag. Und ist insofern kritisch. Also dieses U-Boot hieß K-129, glaube ich. Die Geschichte ist die, dass dieses U-Boot ist gesunken. Und die Amerikaner haben auf ihren Satellitenaufnahmen, beziehungsweise mit den Early Warning Satelliten, mit denen sie Raketenstarts detektieren konnten, schon damals auf der Basis von Infrarotsignaturen, haben sie an der Stelle, wo das U-Boot gesunken ist, einen kleinen Blip gesehen. Das heißt also, da ist irgendwas explodiert, was mit den Frequenzen, auf denen sie aufgepasst haben, also sprich für Raketenstarts, irgendwie zu tun hatte. Und der... Das könnte auch der Reaktor-Meltdown gewesen sein, oder? Kriegst du so einen Unterwasserstart überhaupt mit, außer die Rakete? Sobald die Rakete eben, über Wasser ist, aber aus dem Wasser rauskommen. Nee, die mussten damals noch über Wasser starten, das waren kein Unterwasserstartfähige. Ach so, alles klar. Oder nur knapp getaucht oder sowas. Das war in den 60er Jahren, ne? Genau. Ist schon echt lange her. Schon ziemlich lange her. Ja. So, und die Geschichte ist halt interessant, also die ist auch relativ ausführlich, gibt es da so Dokumentationen. So eine der interessanteren Theorien ist halt dieses Buch Red Star Rogue, in dem die Theorie ausgebreitet wird, dass da der Unterseebootkapitän oder eine Gruppe von Leuten auf diesem U-Boot versucht hat, einen Angriff auf Pearl Harbor, also einen Nuklearangriff auf Pearl Harbor, auf Hawaii, zu starten, und zwar mit einer Rakete. Eigenmächtig, genau. Eigenmächtig oder halt mit Wissen von irgendwie, keine Ahnung, irgendwelchen Leuten in der sowjetischen Führung. Die interessante Idee dabei ist zu sagen, also man könne doch dann diesen Angriff den Chinesen in die Schuhe schieben. Und jetzt kommt der interessante Twist dabei, dass nämlich also zumindest wenn man der einen Dokumentation glauben darf. Haben die Chinesen schon Atom-U-Boote gehabt damals? Ja. Damals, echt? Also die hatten zumindest hatten sie U-Boote, von denen darf man davon ausgehen, dass sie möglicherweise in der Lage wären, nuklear. Und zwar unklar genug, dass... Genau, außerdem hatten sie schon ballistische Raketen, also das wäre auch so. Ja, gegangen, okay. Und der Twist, der jetzt in dieser Dokumentation kam, war, dass offensichtlich das Uran, was sie hinterher gefunden haben in dem Ölfleck bei dem Atom-U-Boot, was von der wahrscheinlich beim Abschuss explodierten Rakete stammt, die Isotopensignatur von chinesischem Uran aufwies. Wut. Das heißt also, die haben sich... Also, das klingt ja krass. Also wenn diese Geschichte stimmt, dann haben sie sich offensichtlich soweit die Mühe gegeben, halt dafür zu sorgen, dass es nicht aussieht wie eine chinesische Atomwaffe.
Das wäre natürlich elegant, wenn du so als genau. russischer Premier die Chinesen loswerden willst, dann sparst du dir natürlich viel Stress, wenn es die Amis machen. Also würde halt irgendwie so in diese Geschichte reinpassen. So. Also es gibt natürlich Leute, die meinen, das ist alles Bullshit und das ist irgendwie weiter weg gewesen, passt alles hinten und vorne nicht. Wie gesagt, ich finde die Theorie natürlich viel hübscher. Und, ja, super. Und die Amis haben ja dann mit irgendwie dieser Gloma Explorer dieses Schiff geborgen, also dieses U-Boot. Das ist eine großartige Räuberpistole. Den Link werden wir diesmal dazu tun. Da gibt's können wir nur empfehlen, dass ihr euch das mal schön durchlest, denn das ist echt hervorragend. Also die Gloma Explorer ist extra für den Zweck gebaut worden. Es gab ein Vorgängerschiff. Und das hieß irgendwie Challenger, Gloma Challenger. Und das war aber nicht groß genug. Und auch die Gloma Explorer war nicht lang genug, um das komplette U-Boot zu beinhalten. Also das war ein Spezialschiff, was sie gebaut haben mit einer Spezialkralle. Ich meine, das ist rein logistisch, ist das unglaublich, wenn man sich überlegt, so ein U-Boot wiegt ja auch ein bisschen was. Mhm. Und man muss 5000 Meter tief überhaupt erstmal reichen. Und dann muss man genug Kraft aufwenden, um das hochzuziehen. Also das ist schon von sich aus echt unglaublich. So, und jetzt ist es halt so, dass die Russen natürlich wussten, ihr U-Boot ist gesunken. Aber sie wussten wohl nicht genau wo. Sie wussten nicht wo. Denn die Amis haben zwar so ein Sonar-Grid gehabt auf dem Meeresboden und wussten daher, wo das gesunken ist. Und die Russen ahnten schon, was die Amis machen wollen, als sie mit dem großen Forschungsschiff kamen. Die offizielle Legende war, dass sie Manganknollen. Großartig, genau, Manganknollen auf dem Meeresgrund untersuchen wollen. Was übrigens tatsächlich gemacht wird, wissenschaftlich. Ja. Mhm. Die Geschichte war, sie wollten sie fördern. Ne? Also, weil der Typ, den sie sich engagiert haben, um dieses Boot zu bauen, Howard Hughes, war halt so einer von den richtig durchgeknallten Milliardären in Amiland, der halt viele Sachen für die Amerikaner gemacht hat. Und der hat diese Geschichte wohl gemacht, um sein Steuerhinterziehungsverfahren loszuwerden. also das Schiff hat vorher schon andere ähnliche Aufgaben gemacht. Die haben Probebohrungen in großer Tiefe gemacht, um damals die Theorie der tektonischen Platten zu beweisen. Also das war schon nicht völlig abwegig, dass die Forschung machen würden. Aber Manganknollen, naja. Übrigens, Deutschland fördert auch gerade Manganknollen bei Australien, habe ich neulich irgendwo im Fernsehen gesehen. Ach, ist nicht völlig abwegig. Haben wir dann ein U-Boot verloren? Oder? Wahrscheinlich. Also interessant ist ja dann, also die haben dann dieses U-Boot gehoben und dann haben sie da auch die Leichen von den sowjetischen Matrosen geborgen und haben die tatsächlich würdig bestattet und haben dann 1993, also im Zuge der allgemeinen Entspannung, haben sie der Sowjetunion dann ein Video von dieser Zeremonie, wo sie halt da die Überreste der sowjetischen Matrosen nochmal seebestatten, übergeben und die Schiffsglocke. Und die Schiffsglocke, genau, ja, der CIA-Chef. Was ja auch sehr nett ist. Hat ihnen die Schiffsglocke wiedergegeben, ja. Insofern, das war, ja. Tja, also warum dieses U-Boot für die Amis so spannend war, war eben, sie wussten, dass da Atomraketen an Bord sind. Und das war bekannt. Und Atomtorpedos. Und Atomtorpedos. Und diese Raketen hatten eine Reichweite von 1200 Kilometern, waren also auch durchaus. Also ist die bekannte Reichweite. Also es gibt auch noch Gerüchte, dass die. Also mindestens. Es gibt also Gerüchte, dass sie noch weiter reichten. Was irgendwie interessant ist für diese Frage eben, ob sie halt irgendwie. Also, die Amerikaner haben ansonsten keinen Zugriff auf auf sowjetische Atombomben gehabt. Und das wäre quasi der erste große Fall gewesen. Mhm. Und deswegen haben sie da also auch keine Kosten und Mühen gescheut und haben also dieses unglaubliche Boot gebaut. Ach, eine Sache noch. Die schwedische U-Boot-Affäre habe ich hier noch, wo wir gerade bei U-Booten waren. Die schwedische U-Boot-Affäre? Das habe ich nie gehört. Das ist eine großartige Sache. Also es ging nämlich damit los in den 80er Jahren, dass das war quasi die Spätpanikphase des Kalten Krieges. Und da sind dann plötzlich an den Küsten Schwedens U-Boote gesichtet worden. Und die schwedische Presse sollte dann die Geschichte verbreiten, dass das die Russen seien, die den Angriff planten. Und die Schweden haben unglaublich Panik geschoben. Und später ist dann rausgekommen, dass die U-Boote NATO-U-Boote waren, die das inszeniert haben, um Olaf Palme abzusägen, der damals in Schweden Premier war und eine sehr neutralistische Politik gefahren hat. Der wollte also sich nicht festlegen, ob er jetzt pro oder gegen USA oder Russland ist. Und da haben sie also gedacht, da werden wir jetzt mal ein bisschen Panik schüren, von wegen die Russen kommen. Tja, und das ist eigentlich schon damals so ein bisschen klar geworden. Also es gibt inzwischen schöne Fernsehdokumentationen auch dazu. Und es gibt eine längliche Wikipedia-Seite, die ich an der Stelle empfehlen kann. Aber es gibt auch schöne Fernsehdokumentationen, wo sie die Leute interviewen von damals. Und das sind auch also zivile Wissenschaftler, die meinten, das war damals schon ein bisschen komisch. Und so erzählen, was da gelaufen ist und wie sie dann plötzlich keinen Zugriff hatten auf irgendwelche Sachen. Da sind, glaube ich, auch Froschmänner gesehen worden. Also die haben fast, sind so weit gegangen, dass sie irgendwie versucht haben zu simulieren, dass jetzt quasi ein Land
ein seegestützter Landangriff geplant. Also völlig absurde Geschichte. Das heißt, die wollten... Aber es war halt Kalter Krieg und die schwedische Bevölkerung ist richtig in Panik ausgebrochen damals. Mhm. Ja. Und das ist also eine legendäre False-Flag-Operation sozusagen. So, spannend. So läuft das. Tu nur mit in die Links. Was mir gerade noch einfällt zu dieser Rogue-Submarine-Geschichte, da dieses nordkoreanische, also diese Nordkorea-Geschichte. Ach, die südkoreanische Schiff, was sie da versenkt haben, das war auch echt eine unklare Angelegenheit. Ist ja immer noch völlig unklar. Also die Amis. Naja, sie haben wohl das Torpedo gezeigt, hieß es. Ne? Das war irgendwie mein letzter Stand. Ja. Sie haben das Torpedo gezeigt und behauptet, es käme aus nordkoreanischer Fertigung. Ja. Und, aber dann, was ja auch nichts heißt, das kann ja immer noch. Und dann haben sie sich jetzt aber wohl, glaube ich, darauf geeinigt, dass gerade niemand Bock auf einen Koreakrieg hat oder so ähnlich. Und, ja, aus naheliegenden Gründen. Obwohl, das stimmt gerade nicht. Also momentan machen die Amis gerade, haben eine Flugzeugträgerkampfgruppe in Südkorea stehen und machen da dicke Manöver mit den Südkoreanern in umstrittenen Gewässern. Und die Südkoreaner haben gerade Roboter ausgerollt in der DMZ, hast du es gelesen? Mhm, genau, diese Samsung-Roboter. Und die Begründung war super, nämlich, dass ihnen ja der Nachwuchs wegbleibt. Stimmt. Also mit ihrer Demografie haben sie begründet, dass sie jetzt Kampfroboter ausrollen müssen. Und ich Kampfroboter bauen. Und das ist ja auch cool eigentlich, weil die Begründung wäre dann auch bei den Russen und den Deutschen akzeptabel. Wir haben die gleiche Demografie. Ja, ja, wir haben nur keine DMZ, die wir da... Nein, aber Kampfroboter, ich meine. Zumindest können wir sie. Gut, wir haben Drohnen, das ist ja auch voll. Wahrscheinlich können wir sie exportieren. Ja, stimmt, wir haben Drohnen, ja, ist richtig. Naja. Obwohl die Deutschen noch so ein bisschen hinterher sind. Gut, dann war es das, glaube ich, mal wieder. Genau. Mit Alternativlos, Teil 2. Wir verbleiben. Fragen offen. Mailadresse für Feedback findet ihr wie immer im Blog. Wir versuchen noch so ein bisschen in der Audioqualität zu drehen. Wenn ihr uns dafür ein bisschen flattern wollt, dann flattert uns bitte. Und ansonsten hören wir uns wieder beim nächsten Mal. Auf Wiederhören.